Und herzlich willkommen zu Factorio, dem Let's Play Tutorial, sage ich mal so, weil ich ja das Let's Play ja nicht nummeriere, sozusagen als nicht Let's Play hervorrufe, sondern so eher als Let's Play Tutorial während spielen, aber so auf eine Tutorialartige Weise. Und ja, jetzt habe ich mittlerweile massenweise Eisen. Einen Moment. Und Kupfer. Ich habe jetzt mal über die Nacht ein bisschen was angesammelt. Ich werde jetzt mal was rausnehmen. Hier 400 raus. Da oben ist auch gut gefüllt. Die Steine sind mittlerweile abgetragen. Das heißt, wir können hier oben die Maschinen abreißen, sowie den Strommasten. Ja, da ist auch voll. Denn wir werden uns heute darum kümmern, das erste, beziehungsweise den ersten Schritt zum Labor aufbauen. Damit wir die Technologie uns zunutze machen können und uns den Fortschritt. So, jetzt renne ich mal schnell zu der nächsten, zu der oberen Base da, wo hier alles ein bisschen automatisierter läuft. Der ist halb voll, ja, das kommt ungefähr hin. Hier nehmen wir jetzt nochmal, jetzt nehmen wir ein bisschen mehr raus und packen ein bisschen was hier rein. So, für die Technologie öffnen wir den mit T bzw. mit euren Tasten, die ihr dazu vorgerufen habt. So. Dann seht ihr ganz viele Forschungen. Die werden sich immer noch ein bisschen mehr erweitern, weil es immer ein bisschen was mehr zukommt. Weil man benötigt das dafür, das dafür, das dafür, sagen wir mal so. Man steht es ja auch, ermöglicht das. Benötigt aber das und das. Und Kosten seht ihr halt. So, das erste, was wir machen könnten, sind das Forschungspack 1. Die roten Tränke. So, dann gibt es noch einmal die grünen. Forschungspack 2. Dann haben wir noch die blauen. Und ganz unten haben wir die lilanen, welche nachher für uns so sind, dass wir das Raketensilo bauen können und uns von der Insel verabschieden können. Das dauert aber, wie gesagt, sehr, sehr lange. Was wir heute machen werden, ist sind die ersten Forschungen und unser erstes Labor. So, was wir dazu benötigen, ist erstmal selbst craften, ein Labor. So, was ich dafür brauche, ist jetzt, sind 10-mal Forschungs Pack 1, um uns zu ermöglichen, beziehungsweise wir benötigen das, benötigt für das hier so. So, wir be bekommen dann nämlich eine Montagemaschine 1 und den langen Greifer, der über zwei Ebenen greifen kann. Beziehungsweise die erste Linie, die nimmt er nicht. Jetzt komme ich hier gerade nicht rum. Die hier, wo ich jetzt draufstehe, nimmt er nicht, sondern auf dem Band die linke Seite. Hier, die linke Seite nimmt der und kann dann nachhaltigen halt greifen bzw. ablegen. So, wir haben noch einen Bohrer, den habe ich ja schon gerade abgebaut. So, jetzt kommt das Labor und jetzt brauchen wir 10-mal das Forschungspack 1. Oh, jetzt habe ich gar nicht geguckt. 1, 2, also 10 Stück. So, und dann werden wir das aufbauen und uns eine kleine, feine, einfache Mechanik damit aufhören. Was brauchen wir denn dafür? Wir brauchen Kupferplatten und Eisenzahnräder. Und da wir Eisenzahnräder erst per Hand herstellen müssen, bräuchten wir eine Montageanlage, beziehungsweise die Montagemaschine. Und die wird uns nachher damit helfen, dass wir das Eisenzahn herstellen können durch die zwei Eisenplatten. Und das dann nachher kombinieren auf Kupferplatte und die Eisenzahnräder, damit wir die Forschungsränke 1 bauen können. Dazu werde ich. Jetzt bin ich überlegen, wie mache ich das am schlausten, wo baue ich es am besten hin? Also ich werde sowieso wieder gucken, dass ich irgendwie ein bisschen das baue, wie ich es gern habe. Oder später haben möchte. Ich hoffe, wir bauen das mal auf die Seite. Hier haben wir noch so riesen viel Platz. Hier haben wir auch genug Platz. Also was wir brauchen, ist auf jeden Fall erstmal das Labor. So, das packen wir uns mal hier unten hin. Und er soll forschen, das hier, damit wir die Montagemaschine bekommen. Die 10 Packs schmeißen wir da rein. Und geben ihm Strom. So, jetzt arbeitet er natürlich und haut die 10 Packs durch. Ihr seht hier, verbleibt 30 blablabla Prozent. Man kann mehrere Labore zusammenschalten, damit die halt schneller arbeiten. So, aber das möchte ich noch nicht, beziehungsweise. Ja, unser Strom ist so lala. Man sieht, er
schwankt immer sehr, sehr stark hin und her. Und möchte das natürlich verhindern. Hat es nur 8 Stück. Was wir dazu machen können, ist ein. Ja, aber dann Greifarm brauchen. Das machen wir, glaube ich, später. Wir machen jetzt erstmal das hier automatisiert. Ich habe die hier schon mal vorsichtshalber hingemacht, weil hier später die roten und die grünen Tränke draufkommen. Und beziehungsweise das Labor sich dann hierhin verschieben wird an dieser Stelle. Das könnte ich auch gleich noch machen. Und die Labore von beiden Seiten beladen werden mit intelligenten Greifarmen, die sagen, okay, ich möchte nur das Item haben oder das Item. Und hier mache ich das auch so. Hier soll der das rausziehen, was er braucht. An den gewissen Stellen. Und soll dann das arbeiten. Das wären danach so 4, 5 Labore, vielleicht auch 10. Mal gucken, wie lange ich die Reihe ziehen kann oder wie viel ich wirklich insgesamt mache. Jetzt warten wir mal, bis er fertig ist. Das dauert natürlich ein Momentchen. 3 hat er noch. Wir hätten jetzt auch 2 bauen können, damit es ein bisschen einfacher geht. Was wir natürlich machen können, ist eventuell da unten was ein bisschen zu automatisieren. Oder? Also hier hat er nur noch ganz wenig Kohle. Das heißt, diese Ecke wird bald wegfallen, was auch gar nicht mal so schlecht ist. Er kriegt Kohle. Ja, hier ist natürlich jetzt Stau. Das ist natürlich klar. Aber wie man sieht, ich bestau beide Linien. Und da ist das Geräusch. Die Forschung ist fertig. So was jetzt sagen können, okay, die intelligenten Greifarme, die brauche ich. Ne? Da bräuchte ich jetzt 30 Packs. Aber ich sagte ja, wir möchten es ja ein bisschen automatisieren. Und das wird so ablaufen, dass wir jetzt gucken, weil es gibt auch Forschungen, die immer vorrangig wichtig sind. Und zwar sind es die hier. Da, unterirdische Fließbänder. Die sind sehr wichtig. Schneller Greifarm und Teilerfließband. Da brauchen wir 20 Stück. Die machen wir noch. Und baue dazu erstmal 20 Tränke. 1, 2, 3, 4 Mal. Dann soll er das noch machen. Stellen schon mal in der Forschung ein. Wo war es? Da. Forsche. Kriegt da natürlich die ersten. Kann er schon mal den ersten Trank haben. Soll er schon mal reinmachen. So, wir werden uns darum kümmern, dass wir mal eine Montagemaschine bauen. Wir brauchen ja zwei. Damit wir das fertig bekommen. Fließbänder habe ich noch genug. Radar. Und wir brauchen definitiv mehr Strom. So, jetzt mache ich vielleicht 5 Greifarme davon noch. Und für die nächste Forschung kommen natürlich hier noch mehr dazu. Das dauert jetzt natürlich immer noch einen Moment. In der gleichen Zeit können wir mal gucken, dass wir schauen, wie wir das gleich platzieren werden. Ich glaube, wir machen das hier an dieser Stelle. Wir machen uns hier Produktionsschleifen hin. Und werde dann über die Tage bzw. über die nächsten Stunden diese Kupfermine komplett wegnehmen. Es dauert extrem lange, aber ich mache da sozusagen Speichersystem. Da habe ich mir mal sowas ausgedacht. Ich habe ganz viele Bohrer aufgestellt, so dass sie passen. Fließbänder aufgebaut, Stromleitungen angeschlossen und sie alle erstmal in Kisten verfrachtet, damit ich Platz hatte. Beziehungsweise ich habe es auch teilweise auf Schienen sozusagen gelagert, habe die Waggons reingeschoben in die Dinger, habe sie beladen lassen. Und habe sie dann sozusagen da drin eingelagert, damit die sozusagen Platz auch haben. Die haben nämlich sehr, sehr viel Stauraum gegenüber Kisten. Meine ich zumindest. Also ich habe jetzt nicht nachgeguckt, aber ich glaube, die haben doch sehr, sehr großen Lagerinhalt. So, kommen noch die nächsten fertig. Hier haben wir noch. So, jetzt mache ich. Genau, jetzt können wir, was wir noch machen, ist so eine kleine Kiste ausstellen. Und ich würde sagen, die stellen wir. Ich stelle sie jetzt erstmal hier hin. Da packen wir nämlich zum Beispiel diese Bohrer, beziehungsweise diese beförderten Bohrer und die Greifarme ran, weil ich die nicht brauche mehr. Nämlich alles, was man nicht braucht oder was noch veraltet ist, packe ich immer hier rein. Viele Sachen kann man upgraden, viele Sachen aber auch nicht. Das ist halt manchmal das Problem hier. So, jetzt packe ich ihm die letzten Tränke da rein, damit er jetzt halt das bearbeiten kann und wir fangen an, unsere automatisierte Schiene zu bauen. So, was ist jetzt wichtig zu beachten? Beachten ist ganz wichtig, die erste Produktionsstätte ziemlich weit entfernt zu bauen, denn nach und nach werden immer mehr davon benötigt. So, ich mache immer gerne einen Abstand. So, den muss ich jetzt wieder, den markiere ich mir immer mit einer Kiste.
Und mach dann den nächsten dahin. So, damit ich immer zur Not zwei von jeder Sorte machen kann, beziehungsweise manchmal auch drei hier. Was hier, glaube ich, auch nicht schlecht wäre, wenn wir mal sagen, okay, wir machen vielleicht drei und machen den Platz dazwischen. So, in dem ersten sagen wir, für die Tränke brauchen wir ja hier Kupferplatten und Eisenzahnräder. So, dann sagen wir dem, okay, mach uns Eisenzahnräder. Dazu brauchst du. Na, geh mal bitte weg. Oh nein, die Leiste zeigt an. Lol. Das ist natürlich spät. Scheiß drauf, Leiste. Zeig uns das bitte an. So. Dazu werde ich bis hierhin erstmal die Eisenplatten ziehen. So, jetzt brauchen wir noch. Holen wir uns erstmal so einen einfachen Greifarm. Ist jetzt erstmal egal. Die Kappen tue ich später austauschen. So. Zieh uns bitte Eisenplatten hier rein. Und hier ist es so, dass wir ihm sagen, bau uns bitte die Tränke. Der braucht natürlich jetzt nicht nur die Eisenzahnräder, die wir auf der anderen Seite hinpacken. Das heißt, für uns brauchen wir noch 1, 2, 3 Greifarme. Und zwar brauchen wir, oh, das nervt mit der Taste. Einen müssen wir jetzt rausziehen. Mit dem anderen müssen wir die Zahnräder wieder reinpacken. Und mit dem hier packen wir die Dinger drauf. Ich würde sogar sagen, wir machen das andersrum. Packen die Tränke hier drauf. Packen die Eisenzahnräder da drauf. Holen das Eisen von da. Und packen die Eisenzahnräder dann von hier hin. So. Was wichtig ist, die brauchen Strom. So, Strom 1, 2. Und dann können wir das ganz gut da verbinden. Kommen auch noch dran, wenn wir das da hinsetzen. Ne, dann müssen wir es da schon hinsetzen. Okay. Das macht ja nichts. So, jetzt haben wir das verbunden. Jetzt werde ich wieder einen großen Abstand ziehen hier. Später kann man halt andere Strommasten benutzen, die halt die Entfernung dazu ein bisschen erhöhen. So, unsere speziellen Greifeimer sind da. Das ist ganz super, dass wir die jetzt bekommen haben. Dann machen wir mal gleich 10 Stück. Und jetzt können wir sie gleich austauschen gegen die anderen. Soll er mal eben bauen. In der Zeit packen wir die Tränke weg. So. Wie gesagt, das kann sich später alles ändern noch. Aber wir machen es jetzt erstmal so auf dem einfachsten Weg. Und ein unterirdisches Band. Und ich muss dann dahin. Das heißt, ich muss hier gleich nochmal springen. An der Stelle hier. Ich mache das jetzt erstmal so. Aber baue mir in der Zeit noch einen schnellen Arm für da unten. Weil die schnellen Arme sind dafür da, dass die Produktionsstätte sozusagen schneller verläuft. So, da rein, da das. Und hier an der Stelle andersrum. Was natürlich jetzt passieren kann, dass wir halt die Stromproduktion erhöhen müssen. Das können wir gleich auch noch zusätzlich machen. Und wir brauchen jetzt aber die Eisenplatten. So, die hole ich mir jetzt erstmal ganz untrainiert von da unten. Schlauer wäre es, wenn ich die durch eine Kiste dahin packe. Ich glaube, ich mache mir noch eins. Und werde dann ist erstmal ein bisschen bescheiden laufen lassen. So. Und dann machen wir das mal so. Holen uns einfach so einen Greifarm. Das reicht vollkommen. Der ist richtig rum, ja. So, bevor wir jetzt alles anschließen, machen wir jetzt erstmal hier so eine Bahn dahin,
Okay, dass wir das durchs Öl gehen, ist jetzt erstmal Latte. Ah, ich möchte einen höher gehen, weil ich halt sehr, sehr darauf achte, eigentlich die Vorkommnisse nicht zuzubauen. Teilweise passiert es auch, das ist klar. Was zum Beispiel mit Schienen und sowas zu tun hat, aber wenn ich das vermeiden kann, dann versuche ich es zu vermeiden. So. Jetzt haben wir das schon mal. Jetzt muss ich natürlich gucken. Ich muss an die Kupferplatten ran. So. Wie mache ich das am schlauesten? Da hole ich mir den langen Arm. Ihr seht schon, er zeigt dahin. Und ich werde die Kupferplatten von da oben holen. So. Einmal so. Oh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 50 Stück, also 100. Und jetzt holen wir noch die Kupferplatten. Dann müssen wir mit warten. Bis er das ausgeschafft hat, in der Zeit können wir mal das bauen hier. Den Käse. So, jetzt ist die Strecke auch schon mal fertig. Wie gesagt, jetzt fehlt nur noch das Kupfer. Problem ist, dass eigentlich die Kiste da oben ist. Ich würde sie gerne nach unten packen wollen. Vielleicht auch noch mit dem langen Greifarm. Ist das möglich? Komme ich da dran? Oh, er kommt dran. Das ist super. Nee, shit. So. So. Das heißt, der kann weg. Und das Teil braucht jetzt eigentlich, kann jetzt, die Kiste kann jetzt erstmal stehen bleiben. Das macht nichts aus. Okay, das macht nichts aus. So, jetzt kann alles sozusagen stattfinden. Ich möchte, ne, da unten fehlt jetzt noch Strom. Strom fehlt da unten noch. Das kriegen wir aber hin. Genau, da fehlt der Strom. Das mal dahin. Hat er noch 90 Kohle, das ist dann abgearbeitet. Das ist gut, dass das dann weg ist. So, jetzt hoffen wir, dass es dann klappt. Also, er produziert die Eisenzahnräder. Die fördert er dann hierhin. Moment, wir machen das mal. Ich das sonst auch immer habe. Wir packen das Ding dahin. Holen uns das von dahin und machen eine Schleife für die Eisenzahnräder. So. Und zwar aus dem Grund, jetzt kann ich nämlich sagen, okay, ich brauche nochmal Eisenzahnräder und kann mir hier neben nochmal eine andere Fabrik hinsetzen. Weil die Eisenzahnräder zum Beispiel brauche ich für, was brauchen wir hier für die langen Greifarme. Die könnte ich mir automatisiert herstellen, beziehungsweise für die normalen Greifarme, was halt später passieren wird. Kann ich euch jetzt schon mal vorwarnen, das wird auf jeden Fall später passieren. So, jetzt hat er packt maximal zwei Einheiten von jedem rein. Was er natürlich jetzt nicht hat, sind Eisenzahnräder. Aber da kommen die ersten Eisenzahnräder. Und das ist das Geile. Automatisierte erste Stufe. Die Forschung läuft sozusagen jetzt automatisch und wir können ihm sagen, okay, bau uns XY. Was ich natürlich bauen werde, ist halt erstmal alles, wo ich nur rote Tränke brauche. Das heißt, intelligente Greifarm, Schutzmauern, Stahl, Stahlkisten, Waffen und Schutzplatten. So, und ich werde hier als erstes den intelligenten Greifarm haben, weil der sehr, sehr wichtig für mich ist, weil ich damit weiterarbeiten kann. Die schnelleren Schienen, die kann man später machen, denn dann baut man erst ein paar Schienen ab und dann baut man immer so Stückchen, Stückchen, Stückchenweise was ab und baut dann neue hin. Und das mache ich dann alles später. So, jetzt holen wir uns einen schnellen Greifarm hin, der sozusagen dann das macht. Jetzt warten wir, bis die ersten Tränke reinkommen. Und das ist eigentlich das Ganze der automatisierten ersten Stufe. Wie gesagt, wir haben als erstes die Grundlagen gemacht, die erste Grundlage, die man sozusagen schafft, sich so zu kleinen Basen aufbaut und im zweiten Schritt dann versucht, alles zu kombinieren und im dritten Schritt anfängt, die erste Forschung zu machen, die man noch per Hand machen muss mit dem Forschungslabor und den 10 Packs. Und sobald das geschehen ist, man eine kleine Produktionsstätte für die roten Tränke baut. Und ich schaue wieder auf die Uhr. Ich hoffe, es hat euch gefallen mit dem kleinen Let's Play Tutorial. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Fischtopé und tschüss.